Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich habe Ü-Post bekommen, diesmal von einem Herrn, von einem Mann. Und ich wollte es euch eigentlich erst gar nicht zeigen, aber weil ihr bemerkt habt, komme ich momentan nicht dazu, Videos zu machen. Nicht, weil ich jetzt keine Zeit hätte, sondern weil mich meine Arbeit momentan so beansprucht. Wir haben wieder einen Ausbruch und ich warte also jeden Tag darauf, dass mein Testergebnis positiv ist und von daher bin ich etwas angegriffen, um das mal so auszudrücken. Ich muss also momentan den ganzen Tag in voller Montur arbeiten mit Kittel und bla und das macht wirklich keinen Spaß nicht. Deswegen müsst ihr momentan etwas auf meine neuen Videos warten. Mit so gerade, weil die alten anschauen. Da ist ein Brief dabei. Ich lese euch mal den Anfang vor. Hallo Sandra, wie angedroht, anbei ein paar Kleinigkeiten. Ich bin sicher, dass du bei deiner Kreativität etwas damit anfangen kannst. Wünsche dir viel Spaß damit. Sieh es als kleine Anerkennung für deine tollen Ausflüge mit viel Wissen, an denen du uns teilhaben lässt. Dann kommt eine Beschreibung vom Inhalt. Das mache ich jetzt gar nicht lesen, weil sonst weiß ich ja schon, was drin ist. Der Mann hat eine Internetseite, die werde ich euch verlinken. Er kann sehr schön schreiben. Es ist wirklich sehr angenehm, diese Beiträge zu lesen. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Und der arbeitet mit Holz und Edelsteinen und Kristallen und bringt die Elemente wirklich sehr harmonisch in Verbindung. Also ich kann euch das wirklich bloß empfehlen. Es kann sein, dass wenn ihr das Video seht, der Link noch nicht drunter ist, dann schaut bitte später nochmal nach, weil es ist wirklich sehenswert. Und ich traue es mir gar nicht aufmachen. Also ich mache immer jedes Papier auseinander, weil ich habe schon mal einen Anhänger weggeschmissen. Den habe ich dann wieder aus der Mülltonne geholt. Ist mir auch schon passiert. Oh. Oh. Das ist ein rötlicher Stein mit Schlieren drin. Was erzählt ihr das? Der ist ja toll. Wow. Ich nehme mal an, das steht im Brief drin, was das für einer ist. Das ist ja klasse. Ich liebe Schnecken. Schaut mal. Wow. Ist das schön. Ich habe selber schon ein paar Fossilien gesammelt und war schon immer fasziniert von Schneckenhäusern irgendwie und das ist ja klasse. Bin gespannt, was das ist. Und was ist da drin? Ein Fläschchen. Was? Gold so?
24 Karat. Das ist ja ein toller Anhänger. Wow. Ich bin reich. Gold. Das ist doch wunderschön, das Fläschchen, oder? Wird ein toller Anhänger. Ich packe das mal wieder da rein, nicht, dass ich durcheinander komme. Ich wäre ja damit schon zufrieden gewesen, gell? Ich traue mir das gar nicht aufmachen. Oh, wow. Muss zugeben, in puncto Steine und Kristalle bin ich voll Depp. Ich kenne nur einen Amethyst, aber das war's dann schon. Sehr schön. Sehr schöne Farbe. Kopfkino geht schon los. Toll. Das ist schwer. Oh, wow. Ist wie ein Eisberg. Der ist eisig kalt. Ich habe das Paket gerade erst reingeholt. Das war über Nacht im Durchgang oben gelegen. Der ist viel kälter, wie der Orange war. Schaut wunderschön aus. Das ist leicht. Kleiner. Ja, unsere Kristalle haben schon was ganz Besonderes, gell? Entweder man liebt sie oder man mag sie nicht, aber ich liebe sie definitiv. Schaut mal das. Oh, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Das ist auch wieder leicht. Oh. Oh. Guckt mal. Jetzt bin ich ja echt gespannt, was das für ein Stein ist. Vor allem, was das für ein Material ist. Ich gehe mal gucken. Gell? Ich schau mal nach. Oh. Der Anhänger ist aus Ebenholz. Wow. Schwarz wie Ebenholz, gell? Und ein Aquamarin. Das ist wunderschön. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Also, das ist ja echt ein Traum. Ich freue mich schon drauf, das zu tragen. Der kleine Kristall. Was war der da? Natürlicher Bergkristall, ein Doppelender. Habe ich auch schon Kopfkino.
Ja, der hat also keinen Anwachspunkt, sondern hat in beide Richtungen die Spitzen ausgebildet. Sehr schön. Der größere Kristall, das ist der da. Eine Bergkristallspitze, deren Seiten und Facetten nachgeschliffen und poliert wurden. Ja, genau. Stimmt genau, was du da reingeschrieben hast. War mein erster Gedanke. Wunderschön. Wunderschön. Aha, das ist auch ein Bergkristall. Da hat sich Eisenoxid angesetzt, also Rost. Cool. Und das macht dann den Stein so rot. Ist ja genial. Das ist ja echt genial. So, und in der Tüte. Das ist ja, das war reines Gold, das habe ich mir schon gedacht. Ein versteinerter Kopfüßer aus der Vorzeit, der in Edelsteinform versteinerte. Sowas gibt es auch. Das Material ist Argonit. Und das ist ein Bernstein aus Südamerika, das rote. Das ist ja. Was alles gibt. Der ist echt so genial. Schaut euch mal das an. Lieber Jürgen, damit hast du mir eine Riesenfreude gemacht. Und vor allem bin ich mir sicher, dass ich das noch nie erwähnt habe, dass ich Steine so gern habe und Kristalle. Also, ich habe da wirklich eine Riesenfreude damit. Und schaut euch mal das an, Holz und Stein, oder? Das passt doch perfekt. Schaut euch wirklich auch seine Seite an, der hat ganz tolle Sachen gemacht, auch mit Licht, liebe Fussel. Das ist auch was für dich und es ist wirklich sehr schön, er kann sehr schön schreiben. Das liest sich wie von selber. Ja, meine Lieben, eventuell mache ich noch weiter mit den Vorstellungen der Baumperlen und den Unterschieden, weil die großen Sammlungen habe ich schon vorgestellt und was jetzt dann noch kommt, da habe ich weniger. Das geht also wesentlich schneller. Ich werde die aber trotzdem einzeln vorstellen, damit, wenn jemand in der Liste nach einer bestimmten Perle sucht, die auch gefunden werden kann. Und ja. Dann hoffe ich mal, dass mein Test heute negativ ausfällt. Ja. Ich habe am Sonntag an meinem freien Tag schon mit einem Video angefangen. Mit einer Waldläufertour. Bin aber dann. Ich wollte dann am Rückweg die Sachen filmen, die ich gesehen habe, und bin aber dann natürlich wieder ganz einen anderen Weg gegangen. Und also wenn die nächste Waldläufertour kommt und ich sage, ich genieße gerade meinen freien Tag, dann ist das schon lang vorbei, gell? Bloß zur Info. Und das wird wieder was, wo mehrere Tage zusammengeschnitten werden, weil ich da jetzt wirklich meinen Kopf woanders habe. Ja.
Das war's schon. Kurz und knackig. Lieber Jürgen, nochmal vielen, vielen Dank. Und ich verlinke euch die Seite zeitnah. Und bleibt's mir gesund. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.